In Bonn geht's per Hubschrauber weiter zur Kür in Hattingen. Hier ist von der heutigen präsidialen Hektik zunächst nicht allzu viel zu spüren. Es ist fast sogar ruhiger als an normalen Tagen. Die Ruhe vor dem Sturm. Sind Sie stolz darauf, dass er hier mal nach Hattingen kommt? Ach, was heißt stolz? Klar, man freut sich. So sieht man ihn, sonst sieht man ihn ja bloß immer im Fernsehen, nicht? So richtig viel ist ja noch nicht los, ne? Ja, der kommt noch. Ja? Ja, die Hattinger sind alle am Arbeiten sicher. Ja, ist der Arbeitstag heute. Warten Sie auch auf den Bundespräsidenten? Ich habe die Ehre, für den Bundespräsidenten das Glockenspiel zu machen. Ich spiele Glück auf der Steiger kommt, weil das hier zum Ruhrgebiet passt. Ein Bad in der Menge wollte das Staatsoberhaupt in Hattingen nehmen. Und die Hattinger tun ihm den Gefallen. Nur schade, dass Roman Herzog und sein Tross so wenig Zeit mitgebracht haben. Bundespräsident, bitte? Gefällt Ihnen in Hattingen? Ja, es hat mir in Hattingen immer gefallen. Ich war nicht sehr oft hier, aber ich bin nicht zum ersten Mal hier. In einer halben Stunde Hattingen Gang durch die Altstadt, kurzer Festakt im alten Rathaus und Dutzende von Autogrammen. Ein volles Programm. Bitte. Man sagte, Sie waren schon häufiger hier. Wann denn? Meine Nichte lebt in Hattingen und meine Schwester in Bochum. Und aus diesem Grund ist mir die ganze Region nicht unbekannt. Ja, das ist ja fast ein Heimatbesuch. Fast? Darum freue ich mich auch.